Wir haben es geschafft, Leute. Level 100 weggeschafft, Clans. Boah, schimmer, schimmer, Mann. Willkommen zurück zu einer Folge Buggies. In dieser Folge spielen wir Hühnchen auf den Arsch. Aber ja, zuerst mal springen wir über Grüße. Kommen wir direkt zur Sache. Ihr seht da oben links direkt schon. Wir haben endlich das Level 100 erreicht. Ja. Das ist, denke ich, ein großes Benchmark und ich mache kurz, bevor ich losbrille, das Fenster zu, damit mich die Nachbarn nicht für verrückt erklären. So, wir haben es geschafft, Leute. Level 100 bei Clash of Clans. Von nun an kann es weitergehen. Ja, hier die Upgrade-Kette habe ich auch langsam wieder aufgebaut. Ich bin gerade an den Kanonen, um mich im CW-Ranking noch etwas hoch zu pushen. So, um sich das erinnert. Ja, ich warte noch gerade auf einen Erdbebenzauber von Kameraden. Ja, ja, dann nochmal hier Dank an den Typen, dem ich das Level 100 zu verdenken habe. Denn an den Early, ihr, den Early Boy. In dem habe ich kurz vorher noch den letzten, ich glaube, das waren die letzten Magier gegeben, die ich brauchte, um mich noch mit den XP hoch genug zu pushen. Ja! Nice, oder? Ist doch schon mal was. Also, jetzt kann es, denke ich, mal beginnen. Sieht doch gut aus. Ah ja, hier oben nicht über das Schönheitsmakel wundern. Ich muss mal kurz droppen, um mir genug Trophys zu besorgen. Hä? Was? Über die Clan-Member erzählen? Ja, hier. Ich habe volle Clan-Member. Also, zufriedener kann ich nicht sein. Da hier von oben bis unten, bis hin zu den Bronze 1 Leuten und den Bronze 3 Leuten, sind hier alle Clan-Member einfach super, sind nett, sind chataktiv. Also ich kann mich nicht beschweren. Ja, jetzt geht's halt noch nicht so ab. Jetzt haben wir ja mitten am Tag, da 15 Uhr morgens. Ja gut, egal, Leute. Dann würde ich mal sagen, präsentieren wir den letzten CW. Hier, der Kriegslog hier wird auch langsam wieder etwas besser. Ja, langsamer stetig. Langsam holt sich der Clan wieder von dem Wunden, die damals machen und so, welches CW nehmen wir. Wir haben hier eine große Auswahl. Wir haben hier eine wirklich große Auswahl an CWs, die wir präsentieren können, sehe ich gerade. Zwei ganze Stück. Ich glaube mal, wir nehmen einfach den, der knapper geworden ist. So, was steht hier? Ne. So. Nee, komm, ja. Zeige nur den letzten CW. So. Weil wenn ich hier mehr zeige, lieber Early, dauert es einfach zu lange, das Video. Und ich möchte heute auch noch wieder etwas komponieren bei FL Studio 11. Ja, ja. So kann ich immer noch nicht für eine bestimmte Richtung entscheiden, die ich mit YouTube einschlagen möchte, ganz ehrlich. Ob ich ein Let's Player sein möchte, Musik machen möchte, animieren möchte, gar nichts machen möchte. Aber gut, das ist irrelevant, denn jetzt sind wir gerade in einem Gameplay. Also der Angriff hier, der wurde nochmal richtig knapp. So knapp hab ich ihn gar nicht geschätzt, weil die Base ist von dem Aufbau her eigentlich extrem unpraktisch. Die ist nicht mal richtig Anti-3-Star. Aber ja, aber damit im Angriff habe ich sogar noch bezweifelt, überhaupt einen Stern zu bekommen. Aber es hat das outgeworkt. Das noch kurz nachdem ich da ganz groß im Unfall genommen habe vor dem Jones da. Jo, du hast den Erdbebenzauber auch falsch benutzt. Der Erdbebenzauber ist nicht dafür da, um Gebäude zu zerstören, sondern dafür Mauer zu zerstören. Komm mal her. Ich zeig dir, wie man den Erdbebenzauber richtig benutzt. Ja, und dann kam mir so ein knapper Angriff einfach. Und im Bahn hätte ich es knapp auf 50% geschafft. Das war mal extremst peinlich. So, jetzt nochmal der Jakob mal wieder gezeigt, was er drauf hat. So. Ja, wir gehen hier nochmal rein. Ah ja, stimmt, der hat... Stimmt, der kann noch nicht mit Erdbebenzauber arbeiten. Und den Lava-Doktor hat auch extremst bequem rausgelockt. Wenn es funktioniert, Leute, wenn es funktioniert, beschweren wir uns mal nicht drüber. Ja, nicht drüber beschweren. Mehr als zwei Sterne hätte ich auch nicht bekommen. Ich kann mich nicht beschweren, Leute. In letzter Zeit läuft ja alles wunderbar vom Clan her. So. Ja. Ist doch perfekt gelaufen, der Angriff. Dann. Ja, der Rest wäre, wenn überhaupt noch hier Bogen herumgeflimmert. Gehen wir mal weiter zu Nummer 3. Ah, der Fracky. Ja, da hat der Fracky mal gezeigt. Fracky kommt in letzter Zeit auch relativ wenig hier zum Angriff. Also nicht zum Angriff, sondern zu seinen eigenen Mann zu greifen. Wird immer zuvor von anderen weggenommen. Weil einfach zu spät für die Planung da ist. Ja, das tut mir leid, aber... Na gut, ich habe jetzt einfach mal eine neue Regel eingefügt. Jede Person, welche nicht innerhalb der ersten 3 Stunden nach CW-Beginn den ersten Angriff macht, wird zwar nicht bestraft, darf sich aber nicht wundern, wenn sein Angriff weggenommen wurde. So, weil wir können nicht die ganze Zeit um die Spielangreifer drumherum planen, das geht einfach nicht. Ja genau, und wir haben hier noch einen neuen Typen im Weißkomitee, zeige ich gleich. So. Dann
fertig. So, ich gehe schon mal auf die 4. Dann hier den. Wo haben wir den? Wo haben wir den krassen Boy? Da, der Nelson. Nee, das ist sein zweiter Account. Keine Ahnung, der wird in CW höher geratet. Aber sein erster Account ist ja irgendwie. Und zur Hölle ist sein erster Account. Der ist auf jeden Fall nicht zu unter Minimundo, das weiß ich. Bin ich blind oder bin ich blind? Oder ich bin sogar sehr blind, das kann natürlich auch manchmal vorkommen. Da! Genau, er hat sich ja umbenannt, der ist ja nicht mehr Killer B, der ist jetzt Mr. No Name. Ja, hier, der Nelson, der krasse Typ, der ist ein extrem kompetenter Vize. Sowas habe ich noch nie gesehen, der hat auch die letzten 3 CWs mal testweise Admiral gespielt. Hat er wunderbar gemacht. Also wenn ich mal irgendwie weg bin, wie zum Beispiel jetzt zu Kronleichnam, bin ich bei einem Zeltlager. Wenn ich mal weg bin, weiß ich auf jeden Fall, wem ich den Clan sicher in die Hände geben kann, damit er nicht von irgendeinem anderen weiß, zu einer Diktatur oder so gemacht wird. Also ja, der Nelson, da bin ich wirklich positiv überrascht. Ja gut, aber was man da auch erwarten, der ist treu und alles. Also, der war bei der CM, vor dem Zusammenbruch, nachdem ich gegangen bin. Also ich bin nicht mehr ins Zusammenbruch gegangen, sondern ich bin gegangen und dann ist die CM zusammengebrochen. Wieder mal. Ja. Der war da wirklich der Letzte, der gegangen ist. Der allerletzte. Während der Cluser, der Anführer, der Unknown User, eines der ersten Leute waren, gegangen sind. Und da habe ich wirklich großen Respekt vor bei dem Killer B, bei dem Nelson, bei dem Mr. No Name, wie auch immer er sich nennt, wie auch immer ihr nennt. Da habe ich wirklich größten Respekt vor. Also das ist wirklich so eine Sache, da steigen schon fast Tränen in die Augen. Aber gut, anyway. So, gucken wir uns mal hier den Angriff vom Dennis an. Ja, Dennis halt. Held Nummer 1. Muss man dazu noch großartig was sagen. Ja gut, der Angriff hier ging leider etwas weiter daneben als so ziemlich der ganze Rest seiner anderen Angriffe. Aber der Zuster war drin. Und er wurde auch nicht übertroffen, also von daher. Ja, zu wenig Schlaf, zu wenig Kaffee. Zum Glück, ich habe keine Aufnahmen, die ich machen muss. Eine pro Tag, das strengt wirklich an, Leute. Also, mein Sympathikus ist so sehr eingeschaltet, der explodiert gleich. Da. Na gut, weiter geht's zu dem Angriff von dem Boss. Da hat er mal wieder eine Nummer gefreestart, die Nummer über ihm war. Hat er gemacht mit Just Dragon. Ja, der ist hier wirklich der Just Dragon Pro überhaupt. Also, finde ich awesome. Also der Jones hat sich in diesem CK mal Just Dragon versucht, täglich gescheitert, aber er hat es versucht. Oh. So, und beim Early zeigt sich jetzt langsam auch mal so der TA8er. Ja, das ist das Clan-Motto. Die Großen werden bei uns unsterblich und die Kleinen werden groß. So. Nee, das war gar nicht das Clan-Motto. Das Clan-Motto, wir sind die Burg der wir sind die Burg der Starken und das Asyl der Schwachen. So war das. Oder so ähnlich. Muss ich vielleicht mal irgendwann in die Clan-Beschreibung reinschreiben. Na gut, egal. So, was schreibt hier der Early? Bis gleich. So, bis hier. So. Und da hatte der Boss angegriffen, ja. Das ist nun mal einfach nicht so einfach gewesen mit Just Dragon. Ja gut, egal. So. Ja, da war auch leider von der falschen Seite aus angegriffen. Ach nee, da wollte er den. Hä? Nee, da wollte den CW kaputt machen. So war das. Nicht den CW, CB. So. Bin mittendrin. So. Und ich mag den Fall nach oben, Smiley. Der Zweck. Den Rest könnte ich jetzt ziemlich ausmalen, ihr habt schon gesehen, was wie viel Prozent das ein Two-Star wurde. Und die hat nochmal der No Name, der Nelson, gezeigt, was er drauf hat. So. Ja. Auf ein TA7er. Und der ist ja doch eher TA6 als TA7. Das hat mich auch fröhlich gemacht. Dass er den einfach so weggeklatscht hatte. Der hat aber auch eine recht ausgefallene Taktik genommen. Drahok. Nee, Dranjen. Drahok wäre mit etwas mehr als nur einem Drachen gewesen. So.
meinen anderen Smiley nehmen, weil es halt den herkömmlichen Fall nach oben Smiley, wenn er wird es sehr langweilig. Ich kenne nicht so aus, als wäre ich nicht up to date oder so. Ich meine, ich bin der up to dateste Super-Typ auf der gesamten Welt und so. Ja. Na gut, weiter zu dem Angriff von dem Manny auf Nummer 9. War eine große Herausforderung für ihn. Nicht, also hoffe ich. Ich weiß ja nicht, wie viel Mühe sich der Manny mal so machen musste, einen TR7 mit Go Wipe anzugreifen. Aber es funktioniert. Oh, was soll er denn da gemacht? Ja gut, der Manny, der hat hier aber auch wirklich so ein Talent dafür, die Angriffe immer extrem spannend zu machen. Aber er hat zum Beispiel kurz bevor es zu einem kritischen Moment kam, hat er dann die Packer zurückgehalten und dann alle auf einmal freigelassen. Also, ja. Der macht aus seinen Angriffen wirklich teilweise Entertainment. Finde ich ja auch nice. Warum nicht? Wenn man es kann, dann kann man es, dann macht man es. Es gibt Leute, die denken, die können etwas. Und die denken, dass sie etwas tun müssen, weil sie es tun können. Denn sie kennen nicht den Unterschied zwischen können und müssen. Da sieht man auch wieder mal den Sans. Da sieht man, was für einen Einfluss der Undertale auf einen nimmt. Demnächst werde ich rausgehen in den Freizeitpark und werde Leute bombardieren mit Knochen. Daran erkennt man einen echten Undertale-Fan. Und werde dann anschreiben mit, ihr habt eine schlechte Zeit. Boah, das ist einfach mal die Aktion überhaupt. Das müsste man wirklich mal durchziehen. So, hier, wie fühlt man sich eigentlich als Nummer 11, wenn man von der Nummer 15 getrestartet wird? Ich glaube, Leute, wir wollen es alle gar nicht wissen. Da kam jedenfalls eine Legion am Bogenschützen. Oh yeah, aber so. Und da kam auch schon die Riesen. Und haben dann den wunderschönen Glanz und die Anruf des Angriffs weggemacht. Das ist schon fast eine Zerstörung. Das hat mich fast zum Wein gebracht, das mit anzugucken. Na gut, Leute. Es wurde auf jeden Fall ein Freestar, auch wenn das Rathaus zuletzt gefallen ist. Finde ich auch nice. Und wartet. Da hätte ich abschalten können. Ich wäre bei einem Stern geblieben mit keine Ahnung wie vielen Prozent habe ich nicht mitgeguckt. Ich glaube 89 oder so, vielleicht 87. Und das wäre doch mal was Witziges geworden. So, hier dann nochmal. Der Chanky, der zweite Count vom Early Boy. Der hat hier nochmal ein krasses Show aufgemacht. Yeah. Mercury hat die fast 8 Jahre her. So, ich erinnere mich noch an damals mit Nodef. Da hat mir die Valkyrie solche bereitet, dass ich immer Kopfschmerztabletten nehmen musste nach einem Angriff. So krasse Kopfschmerzen hat mir die Valkyrie bereitet. Aber jetzt dann auch der erwachsen und verdient seinen eigenen Unterhalt und ich muss mich nicht mehr um ihn kümmern. So, der hat mittlerweile sogar seinen eigenen Teil in meiner gespaltenen Persönlichkeit gefunden. Ist doch auch mal was Feines. Oder Leute, ist man hier alleine. So. Uiuiui. Das ist aber nicht so gut für den. Also ich bin nicht so die Person, die sich über Fehler beschwert, solange es 2 Sterne oder 3 werden. Ja gut, 2 Sterne bei den oberen, 3 bei den unteren. Aber das war wirklich schon der Grenze. Ja gut, der Snowboard ist mittlerweile aber auch geragequittet, weil wir ihm keinen Rang gegeben haben. Na gut. Ihr wisst ja Leute, wer Rang will. Der bleibt in einem Clan und hofft sich den Rang einfach zu holen. Wer den Rang dann nicht bekommt, ist so enttäuscht, dass er geht. Und sucht sich woanders einen Rang, wo er ihn einfach bekommt. Bis es irgendwann langweilt und er sich irgendwo Rang sucht, wo er ihn wieder einfach bekommt. Einfach nur, weil die nichts anderes zu tun haben. Und als ich das letzte Mal bei seinem Leften in den Chat geschrieben habe, hat es sich etwas epischer angehört. Na gut, und kommen wir zum finalen Angriff. Da hat es aber jemand geschafft, seine eigene Nummer zu restarten. Ich könnte mal stolz sein. Schon eine harte Welt hier. Es wurde aber auch wirklich krass, wie ihr sieht. Also, ich wäre fast gescheitert. Krasser Shit, Leute. Wirklich krasser Shit. Habe ich mittlerweile hier einen Erdbeben-Zauber, dann kann ich hier noch gerade ein krasses Show-off machen und gleich angreifen. Dang it! Nee, schade, kann ich doch nicht. Na gut, Leute, das war's dann zu dieser Aufnahme. Freut euch mal mit mir, dass ich hier Level 100 erreicht habe, damit mein Ego noch mehr wachsen kann.
Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von keine Ahnung was. Ich glaube, heute wird auf jeden Fall noch irgendein eine Lead-Übung rauskommen. Irgendeine Team-Übung, wahrscheinlich dann Bergentrückung. Nur Bergentrückung ohne den Erstscore-Part. Muss ich auch noch für so ein Schrift-RPG machen, dass ich bei dem ich da bei WhatsApp Mitglied bin. Werde ich dann dort für ein krasses Show von einzelner Charaktere einblenden. Na gut, Leute, das wär's dann aber zu dieser Folge. Bis dann. Ciao.